Herzlich willkommen zu meinem 16. Video aus der Reihe Scratch Cara. Und hier geht es dann um das Speichern und Öffnen von Scratch Cara Programmen. Dir wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass es hier auf der linken Seite einen Programmbereich gibt, wo man eben dann die entsprechenden Programme dann zusammenklicken kann für Cara den Marienkäfer, und auf der rechten Seite hast du eine Bühne. Und so gibt es dementsprechend auch dann zwei Speichermöglichkeiten. Nämlich man kann hier das Programm speichern und man kann hier die Bühne speichern. Wir schauen uns jetzt hier an, wie man das Programm speichern kann. Man geht hier auf Programm, Speichern unter und kann dann hier sich das entsprechende Verzeichnis auswählen, wo man dann hier dieses Programm dann speichern kann. Man kann ebenfalls hier dieses Programm als Grafik speichern. Es ist dann ganz praktisch, wenn man das dann in einem Tutorial verwenden möchte, wenn man irgendein Programm dokumentieren möchte, an jemanden weitergeben möchte. Man kann hier PNG und GIF verwenden. PNG, das Grafikformat, wahrscheinlich der ersten Wahl. Hier noch ein Hinweis, wie auch in meiner Präsentation angeführt, ist es so, dass bei Scratch Cara keine Dateinamenerweiterungen vorgegeben werden. Also nicht wie zum Beispiel, wie man es aus der Textverarbeitung her kennt, ein .doc, .docx oder .odt. Das wird hier nicht vorgegeben. Ich habe mir angewohnt, dass ich hier die entsprechenden Programme hier mit .cara speichere. Das ist einfach nur eine Art, wie ich mir das überlegt habe. Du kannst dir auch eine andere Dateinamenerweiterung dir überlegen. Wenn ich das Grafik speichere, bekomme ich hier dann genau hier diesen Ablauf des Programms gespeichert als Grafik. Und was natürlich auch besonders wichtig ist, wenn ich es gespeichert habe, ich meine nicht das Grafik, sondern hier wirklich als Programm, kann man auch dann dementsprechend das Programm wieder mit Programm laden, kann man das Programm dann auch wieder öffnen. Das heißt, man kann wieder an der Stelle weiter programmieren, man bereits war. Zum Speichern der Bühne, zum Speichern von Cara Welt, dann im nächsten Video.